und willkommen zur 19. Folge der Community-Karriere. Wir sind gerade wieder live auf Twitch, Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch noch TikTok, Discord und so ein bisschen anderen Stuff. Ansonsten like das Video gerne und lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und jetzt viel Spaß. Danke für den geilen Support. Die Trauerfeier war echt sehr emotional. Alle haben You Will Never Walk Alone gesungen und Gänsehaut bekommen. Julians schönste Tor in seiner Karriere war in der zweiten englischen Liga. Hier ist es. Lol. Er hat einfach noch... Ist das geil. Also zum einen wild, dass der Mann einfach mal so eine Trauerfeier von seinem Vater hier für uns parat hat. Und aber auch wild, dass er einfach noch so das Tor von seinem Vater dabei hat. Torreón einfach instant auf eine 74 bei United. Okay. Ja, alles klar. No, klar. Warum noch nicht? Ja. Ist okay. Der Mann ist überragend. Leck mich, ist der krass. Guck dir die Stats an. Guck dir die Stats an und erzähl mir, dass das kein Macher ist. Erstes Spiel für heute, Varga mit seinem Startelf-Debüt. Ja, guck mal, Matthias Varga. Ein unvergessliches Debüt aus der eigenen Jugend hochgezogen. Hoffentlich kann er gleich mal ein paar Akzente setzen in dem Game. Ja, kommt nicht durch. Benny nochmal auf den zweiten und beinahe das Eigentor von Sandhausen. Oh, Luca, gut gemacht mit Ivanov. Und es geht wieder auf das Sandhausener Tor. Super Ball von Benny. 1:0 Agono. Hau das Ding doch mal richtig schön rein. Klasse Steckpass. Zack. Und dann läuft er dadurch zwei durch. Und unser Top-Torjäger meldet sich wieder zu Wort. Loki, was machst du denn auf der Seite? Varga, rübergelegt. Timo. Timo, 2:0. Nein, Königsmann. Geiler Name für den Keeper. Hält diese 1-gegen-1-Situation. Jetzt einfach aufpassen, dass wir keinen Last-Minute-Gegentreffer kassieren. Ja, genau so nämlich. Flubby viel zu weit vorne, viel zu offensiv. Und Luca mit der Sense. Es gibt den Freistoß. Oh mein Gott, Umweg. Was eine Parade. Aber was auch für ein geiler Freistoß. Nein. Nein, und Shepard's jetzt doch nochmal kurz vor Schluss. Nochmal geblockt. Luca macht das überragend. Aber wir kriegen den Ball nicht hinten raus. Matti ist zur Stelle, aber kriegt ihn auch nicht richtig weg. Und jetzt ist es aber vorbei. Nächsten drei Punkte sind mitgenommen. Umweg hält eine weitere Null. Habe ich nicht gerade noch gemeint. Elversberg ist auch mit da oben drin. Sind die nicht Vierter oder so? Keines der letzten 5 Games verloren. Wird schwierig. Aber das ist halt genau so ein Spiel, was du gewinnen musst, wenn du aufsteigen willst. Auf den müssen wir scheinbar schauen jetzt gegen Elversberg. Dominik Martinovic. Oh ja, scheiße. Wettbewerbsrekord 27. Der hat schon 12 Tore. Ich glaube, Top-Torjäger tatsächlich der Liga. Hat er nicht schon im Hinspiel 1-2 gegen uns genetzt? Irgendwas war da. Ich meine, mich dunkel daran erinnern zu können. Vielleicht war es auch letzte Saison. Pinkert, Rückraum, Schein wieder. Und jetzt pisst euch Winter nochmal. Martinovic, da ist er. Mit dem Abschluss aus der Drehung. Zack. Oh, klasse, Tschech. Oi, Umweg. Oh, klasse Parade. Der Mann entwickelt sich so prächtig. Jacobs, guter Ball auf Julian Junior. Nimm ihn mit, super Touch. Julian Junior zieht in die Mitte. Abschluss und 1:0. Für den FCM, die Hymne geht an. Für seinen verstorbenen Vater macht er ihn rein. Super, auch spielerisch hinten rausgelöst, Jungs. Julian Junior nochmal quergelegt und René ist durch. Kriegt Julian Junior jetzt sogar noch die Vorlage mit oben drauf. 2:0. Jetzt geht's los. René ist im Spiel angekommen. So, Schiri. Ich glaube, du kannst dann jetzt auch langsam abpfeifen. Elversberg wird den Ball nicht mehr nach vorne schlagen. Und jetzt ist es vorbei. Wir bleiben auch im zweiten Spiel ohne Gegentor und sammeln hier wichtige Punkte im Aufstiegsrennen. Er ist einfach auf eine 75 hoch. Der Mann hat plus 3 bekommen. Strong, Junge. Ace, stimmt, Ace ist ja mit, Ace Junior ist mit Hoffenheim einfach auf Rang 4 in der Bulli. Junge, der Hamburg ist 8. Mann. Dortmund ist 6. Was bin ich sehend? Leipzig macht einfach das, was Leverkusen gerade macht. Ungeschlagen durch die Liga rasieren. Niklas und ich auf Rang 5 mit der Fortuna. Wir schaffen den Aufstieg, Niklas. Und weißt du, Niklas, wir schaffen den Aufstieg in die Bundesliga, um dann zurück zum FC Mäusi zu wechseln, wenn die Leihe vorbei ist und wieder Drittliga zu spielen, weil wir den Aufstieg verkackt haben. Boah, gibt wieder eine Choreo hier bei 1860 München. Wild. Das nächste Aufstiegsduell. Beide sind auf dem Weg hier in die oberen 3 zu rutschen. Mal gucken, wer sich oben jetzt weiterhin festsetzen kann. Wer eventuell den Anschluss verliert nach dem Game. Und, ja, Timo hat es gerade schon reingeschrieben. Unser Kollege aus der Jugend
in der IV hat jetzt mit 16 einfach sein Profidebüt. Wie spricht man den denn aus? Juhasch? 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 Ich sag einfach Juhasch. Ju, ich sag einfach Ju. Das ist Ju, der ist 16 und spielt jetzt als Profi in der dritten Liga. Oh, guter Ball. Wir liegen hinten gegen 1860. Eiskalt abgeschlossen, muss man ihm lassen. Der Schuss war nicht von schlechten Eltern. Einfach nur durchgesteckt, keine gute Zuordnung. Flubi, weiß ich nicht, was du da überhaupt machst. Das ist gar nicht deine Position. Und dann ist es ein guter Abschluss. Gott sei Dank habe ich die Wette nicht gemacht, ob wir die Null halten. Jungs, das ist so einfach. Da ist keine Zuordnung, nichts. Wo ist das Mittelfeld? Wir haben kein Mittelfeld. Es gibt einfach keins. Umweg, super Parade. Es geht aber weiter. Bonga nochmal. René, komm, wir brauchen eine deiner Zauber-Ecken. Flubi auf der Linie geklärt. Nein, es wäre der Ausgleich gewesen. Nochmal, Gutau. Gutau, klasse, Umweg, nächste Glanzparade. Ohne den hätten wir so einige Probleme mehr. Wartet auf Flubi. Flubi, der IV jetzt auf einmal vorne mit dabei, aber macht's ganz gut. Das ist kein Abseits von René. Das ist kein Abseits von René. Geblockt, Nachschuss. Und Wager macht sein erstes Profitor. Im zweiten Spiel, Last-Minute-Treffer gegen 1860 München in der 90. Und der Schlusspfiff ertönt keine 5 Sekunden später. Oi, oi, oi. Gerade so nochmal die 2 Punkte den Münchnern abgeknüpft, einen mitgenommen. Und so bringt das Unentschieden eigentlich beiden relativ wenig. Probleme von Martin nehmen kein Ende. Ja, und der Typ wollte mir bei der Vertragsverhandlung weismachen, dass er ein Top-Talent ist und irgendwie beim Manchester City rasieren würde. Ja, klar. Ja, sorry Jungs, dann gehe ich jetzt bei Donko rein. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Ich sehe keine besseren Vorschläge im Chat. Thomas kommt umsonst. Ich hol Thomas nicht. Ah, wir kriegen jetzt erstmal eine Einigung hin mit Braunschweig. Auch wenn Tom dagegen ist, von mir aus, dann setzen wir halt Tom auf die Transferliste, wenn er keinen Bock hat, mit Braunschweigern zusammen zu spielen. Aber Donko kommt jetzt als Torironersatz. Der Mann wird uns auch in der zweiten Liga weiterhelfen. Da bin ich sehr zuversichtlich, was das angeht. Und das ist ein Spieler, den brauchen wir. Der hat Tempo, der hat die Möglichkeit, mal drauf zu schießen oder halt zu flanken. Der hat die nötige physische Kraft dafür. Das ist ein Spieler, der uns halt einfach fehlt. Oh, er will eine Freigabe. Oh, du Hund, Alter. Na, gerade deswegen nochmal weniger Gehalt. Ja, er geht sogar von alleine runter. Hä? Perfekt. 15er. Also, Real Talk. Jungs, das ist ein Deal, den kannst du machen. Donko, guck mal, der hat einfach Bock auf unseren Verein. Das siehst du halt, ne? Der hält sich die Option offen zu gehen mit der Freigabesumme. Aber der verzichtet auf viel Gehalt. Geht immer weiter runter mit dem Einstiegsbonus, sodass wir jetzt bei unter der Hälfte angekommen sind. Real Talk, das machen wir. Es gibt ein Here We Go. Und wir haben einen neuen Linksverteidiger für Torreón, der ja nach Manchester United gegangen ist. Okay, Niklas, was ist hier passiert? Niklas, Digga, einfach komplett eskaliert, der Mann. Plus 13. Sieht meiner auch so aus? Ja, Moisty und Niklas auf die 1. Ja, ja. Plus 11 bekommen. Ist das unfair? Hä, wie geil ist denn Düsseldorf als Verein für eine Laie? Kannst du mich verleihen? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, ich will auch eine Laie nach Düsseldorf. Aber beide, ne? Das ist ja krass. Warte mal, ich gehe die Scouts mal durch. Irgendwo muss ja irgendwas sein. Hier dieser Manu, 2 Tage noch von Rot-Weiß Essen. Ganz ehrlich, dann fragen wir jetzt bei dem an. Der ist billig und groß. Ich ziehe die Aussage zurück. Mach Schluss. Achtung, Mann, im Marktwert. Oh, ich riskiere gar nichts. Wir geben das Geld jetzt aus. Scheiß drauf, wir brauchen einen Innenverteidiger. Wir haben Deadline Day. Wir haben Druck und brauchen einen Spieler. Denkt ihr, wir können dem weniger Gehalt bieten? So 1-2. 1-2, einfach nur 1-2 Gehalt. Denkt ihr, das passt? Aaron Manu kommt zum FC Moisty als Backup für die Verteidigung. Nehme ich mit Kusshand. Was ein günstiger Transfer. Zack, unter 1 Million bekommen. Gehalt bekommt er quasi nix. Hä, ist doch voll stabil. Kunde geht für 105 Millionen nach Leverkusen. Okay. Leverkusen hat jetzt beste Verteidigung der Welt. For real, lass mal kurz nachgucken. Rüdiger und De Ligt. Ach, hör mir auf. Was ist los? Das ist for real die beste Fünferkette, die du stellen kannst. Frimpong, Grimaldo auf außen. In der Dreierkette einfach Rüdiger, De Ligt und Kunde. Besser geht's nicht. Schauen wir mal, was die Transferwelt
weit zu bieten hat. Alarcon wird nach Augsburg verliehen, da kracht's und donnert's doch schon wieder. Flo Wirtz geht nach München. Ach so, nee, das ist nichts Neues. Wir müssen ja bei den Wintertransfers schauen. Petri nach Man United, alles klar. De Bruyne geht nach Atletico. Das ist so ein richtiger Karrieremodus-Transfer, oder? De Bruyne wechselt ganz oft bei mir nach Atletico Madrid. Süle nach Barcelona, lol. Das war aber schon im Sommer, okay. Ja, alles gut, Niklas. Nein! Trainerstelle bei Union. War aber das Falsche. Das Falsche, Union. Oh, it's a break, halt's Maul, Floppy. Oh, wie assi. Ich dachte wirklich, jetzt kommt mein großer Durchbruch. Ach, so eine Scheiße. Verpisst euch doch. Ich weiß nicht mal, in welchem Land das ist. Deadline Day ist durch, meine Freunde. Wir gehen rein in die Rückrunde. Ein halbes Jahr haben wir noch vor uns und dann müssen wir diese Drittliga hoffentlich nie wieder sehen. In dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, gerne Like und Abo da lassen. Ansonsten auch gerne mal Twitch jeden Samstag den Community-Karriere-Stream abchecken. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen traumhaften schönen Tag. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Fantastic.